ist es einfach das Dörfli unten Heimat. Wir sind in der Baumkirche getauft worden und konfirmiert und trotz ist alles in der Baumkirche gewesen. Eben, es beweist ja Heimat. In der Familie, das ist natürlich schon die Heim. Man ist geborgen, oder? In der Familie und auch in der Gemeinde, oder? Da weiss man, dass man versorgt wird, wenn etwas ist, oder? Das bedeutet einem die Heimat. Und eben, es gibt ja sehr ein schönes Lied am Brunnen vor dem Tore. He? Da steht ein Lindenbaum. Ich träumte in seinem Schatten so manchen süßen Traum. Oder das ist das, was bleibt in Erinnerung vom Dörfli. Wir haben auch sehr eine schöne Nachbarschaft gehabt und viele Kinder waren. Wir haben eine Familie gehabt, aber zu mit 12 Kindern. Es ist natürlich alles viel einfacher zugegangen. Man hat als Kind nicht viel gehabt, wie man heute hat, oder? Das war nicht so gewesen. Und eben die Nachbarskinder, die 12, an denen hat man dann schon gesehen, dass das nicht so einfach ist, 12 Kinder durchzubringen. Ich mag mich erinnern, dass meine Mutter einen Garten hatte, mit viel Schönen, mit Rhabarbern. Sie ist jetzt gerade Rhabarbern. Sie hat auch mit dieser Frau ein Kilo Rhabarbern verkauft für 20 Kroppen. Sie hat auch müssen schauen, oder? Ja. Wir haben ja noch erlebt, wo der Zug noch mit Dampf kam, ist, wenn es gerochen hat. Oder das Ab hat man schon noch ein bisschen in der Nase. Um die Weihnachten, Neujahr, wenn man Eierzöpfe und Birnwecken gemacht hat, da haben wir natürlich schon Birnen gehabt und haben dann Birnen müssen rüsten und teeren und nachher wieder kochen. Und das ist schon eine Erinnerung, die einem bleibt. Oder die Birnwecken. Man schaut es anders an, wie die, die es so im Migros kaufen. Oder? Ich mag mich nur erinnern, dass Zwillinge hatten. Und wo die jetzt zugegangen sind, die Mutter hat die gar nicht gern gehabt, die Zwillinge. Da haben die mal, wo sie noch in die Schule gegangen sind, im Wald draussen übernachtet, weil sie Angst haben, zum Heimgehen. Also weiss ich noch, das hat einem dann Eindruck gemacht, oder? Wir sind dann vorgegangen von zu Hause, wenn man geheiratet hat. Und dann haben wir eine schwierige Zeit gehabt, bis wir bei den Eltern, bei den Schwiegereltern, bei den Bauern, bis wir vorgegangen sind. Und dann haben wir so das Gefühl gehabt, jetzt sind wir zu Hause. Mein Mann hat auch sehr viel Freude gehabt, allem selber machen. Garten und Haus und alles. Wir sind sehr weit herumgekommen. Grönland, Island, Russland, Ägypten, Australien, Israel, allerhand Führung. Wir haben immer gesagt, wenn wir gerade der Schweiz zugeflogen sind, es ist nie so schön wie bei uns. Gar nie. So muss ich an meinen Mann denken. Wir haben es gut miteinander.